2023 die Buga bei uns in der Stadt zu haben. Und da laufen die Vorbereitungen natürlich schon lange auf Hochtouren. Und so eben natürlich auch die Vorbereitung im reflexiven Bereich. Also wird ganz viel darüber nachgedacht, nicht nur, was kann man umsetzen, sondern auch, wie kann man es umsetzen und was bedeutet das eigentlich für die ganzen betroffenen Gruppen, die Stakeholder, wie man heute so schön sagt. Und deshalb bin ich ganz froh, dass mein lieber Kollege Wilfried Rosendahl diesen Kontakt hergestellt hat. Er ist bestimmt ja auch irgendwo, ich sehe ihn gerade noch nicht, suche ihn aber gleich, wenn ich aufgehört habe zu reden, und werde ihm auch noch eine Moderatorenrolle zuweisen, denn diejenigen von Ihnen, die schon bei den Vorträgen, den Live-Vorträgen vor Ort mit dabei waren, jetzt sehe ich ihn auch, er hat sich versteckt, aber ich sehe ihn, die haben ihn ja auch schon live erlebt. Sie wissen ja, wir organisieren das eigentlich zusammen mit Wilfried Rosendahl, der sowohl Professor bei uns am Historischen Institut ist, als auch Direktor an den Reichs-Engelhorn-Museen und ich. Und eben jetzt mit einer Kooperation gemeinsam mit dem Buga-Büro. Und ich bin ganz froh, dass Herr Schnellbach, der Geschäftsführer der Buga, heute auch bei uns hier ist und zu uns sprechen wird und auch unseren Referenten für heute vorstellt. Deshalb würde ich auch gleich an Sie übergeben, lieber Herr Schnellbach. Denn Sie merken, wenn man einmal ins Reden kommt, dann redet man viel zu viel. Das ist eine Berufskrankheit von uns Hochschullehrern. Schön, dass Sie alle da sind. Schön, dass vor allem Sie beide da sind, Herr Schnellbach, Herr Schmidt. Ich freue mich sehr. Bitte. Ja, herzlichen Dank, Herr Professor Kümmer, für die einführenden Worte. Lieber Herr Professor Schmidt, lieber Wilfried Rosendahl, liebe Studierende, liebe Buga-Freunde, trotz Coronavirus wollen wir jetzt tatsächlich unsere Reihe Buga-Plattform fortsetzen in einer abgewandelten Form. Das freut mich ganz besonders, dass wir diese öffentliche Ringvorlesung in einer Kooperation mit den Reichs-Engelhorn-Museen und der Universität Mannheim dazu als Auftakt nutzen können, um hier ein neues digitales Experimentierfeld zu begehen. Und auch vielen Dank an Sie, Herr Professor Kasian Schmidt, dass Sie sich bereit erklärt haben, bei diesem Experiment gerne zu wirken und praktisch hier den ersten Schritt zu tun. Die Buga 23-Plattform soll ein Ort der Begegnung sein, ein Ort der Vernetzung, des Erfahrungsaustausches. Und das haben auch die ersten Veranstaltungen bereits gezeigt, dass hier großes Interesse da ist, uns gemeinsam mit Experten auseinanderzusetzen, Best-Practice-Beispiele zu zeigen, vorzustellen. Und diese Best-Practice-Beispiele passen auch immer zu unseren vier großen Leitthemen, mit denen wir uns auf der Buga 23 befassen wollen, zum Thema Klima, das Thema Umwelt, Energie und aber auch das Thema nachhaltige Nahrungssicherung sind die großen Themen, die als Überschriften über allem stehen, was wir dort zeigen wollen. Und insofern war es auch sehr naheliegend, ich bin dem Professor Wilfried Rosendahl auch sehr dankbar, dass wir dann eine Kooperation bei diesem Thema Geschichte, Klima, Zukunft, Natur und Kultur im Dialog einspringen konnten mit unseren Beiträgen. Und ich glaube, es wird eine runde Sache, sowohl für unsere Plattform als auch für die Ringvorlesung. Ich freue mich ganz besonders, dass Herr Professor Kasian Schmidt hier ist. Er ist Leiter des Schau- und Sichtungsgartens Hermannshof in Weinheim. Die meisten von Ihnen werden schon dort gewesen sein und alles bewundert haben. Und mit seinem Vortrag heute, klimaangepasste Staudenkonzepte für das öffentliche, aber auch für das private Grün. Und das ist der Ansatz, den wir auch auf der Gartenschau verfolgen mit den Experimenten. Wir wollen, dass jeder auch für sein privates Umfeld etwas mitnehmen kann. Er referiert heute über das Spannungsfeld zwischen natürlichen Vorbildern, ökologischen Anforderungen und den notwendigen Anpassungen im urbanen Umfeld. Und nochmals ganz herzlichen Dank, dass Sie uns hier unterstützen mit der digitalen ersten Buga-Plattform. Und ich übergebe das Wort an Sie, Herr Professor Schmidt. Ringfrei. Ja, vielen Dank. Ich melde mich jetzt hier aus meinem schönen Büro in Weinheim. Vielen Dank, Herr Schnellbach, dass Sie die tollen einführenden Worte. Und ich finde es toll, dass so eine Kooperation zwischen Hochschule und der Buga zustande kommt. Und eigentlich ist es wahrscheinlich viel besser von der Teilnehmerzahl. Wir sind viel ökologischer. Wir brauchen nicht hinreisen und sitzen gemütlich daheim, können vielleicht noch einen Wein dazu trinken. Also es hat ja auch Vorteile, wenn wir uns so sehen. Ja, was natürlich fehlt, ist so der direkte Feedback der Leute. Also es macht natürlich mehr Spaß, in einem Hörsaal zu stehen und die Leute direkt vor sich zu sehen.
Aber ich denke, ich werde einfach mal starten. Und ich habe es so aufgezogen, dass ich Ihnen erst einmal dieses Thema Klima, Zukunft, Natur, Kultur im Dialog, und darum geht es eigentlich auch in unserem Garten. Und deswegen möchte ich Ihnen einmal kurz mit der Drohne in unseren Garten fliegen, wo ich herkomme, wo ich jetzt sitze. Da in diesem kleinen Häuschen bin ich jetzt gerade vor dieser wunderschönen Kulisse von Weinheim und dem Odenwald, und diese Oase inmitten der Stadt ist unser Forschungsfeld. Und dieses Ganze, was wir im Stadtgrün auch initiieren, ist ohne dieses Freiluftlabor eigentlich gar nicht denkbar. Wir haben einen alten Garten, wie Sie sehen, mit alten historischen Gehölzen. Aber was das moderne Konzept ist, und das ist eigentlich das Wichtige, worüber wir heute reden, diese Klimaanpassung. Und jeder hat verstanden, dass der Klimawandel natürlich real ist, wobei wir jetzt mit dem trockenen April, das ist im Prinzip eigentlich noch Wetter, dass wir jetzt 6 Wochen praktisch null Niederschlag hatten. Wir sind darauf aus, eben Pflanzenkombinationen zusammenzustellen, die auch in diesen Zeiten noch überleben. Und wenn Sie hier so auf unser Bild gucken, dann sehen Sie da sehr viele Gräser. Und Sie sehen aber auch, dass die Rasenwege völlig braun sind. Aber unsere Pflanzungen, denen geht es eigentlich noch gut. Also die werden nicht gewässert. Und das ist auch unser Ziel, die richtige Pflanze am richtigen Standort. Nochmal kurz zurück, Eva, mit dem eigentlichen Thema beginnen, dass Sie vielleicht den Hermannshof nochmal kennenlernen. Wir sind eine besondere Institution, da wir praktisch 75% von einem Industrieunternehmen der Unternehmensgruppe Freudenberg finanziert werden und 15% von der Stadt, und dann haben wir noch ein bisschen Eigeneinnahmen. Und das Besondere ist, wir sind so ein Zwitter aus Forschungseinrichtung und botanischem Garten. Es geht nicht darum, Pflanzen zu sammeln, sondern innovative Konzepte den Leuten vorzustellen, sowohl den Profis als auch den Privatleuten. Und das Ganze ist immer unter diesen Aspekten Pflegereduktion, also Kosten sparen, aber eben auch ökologisch basiert. Das ist mir also ganz, ganz wichtig. Schon im Studium war Ökologie das Wichtigste, und nach diesen Prinzipien orientieren wir auch. Also wir klinken uns in Prozesse der Natur eigentlich ein. Und das Tolle ist, wir nutzen natürlich diesen Garten auch für meine Studenten an der Hochschule in Geisenheim als Freilufthörsaal. Das sind in dem Falle Landschaftsarchitekten. Historisches Bild, man sieht, die Pflanzenverwendung, auch die Ansprüche haben sich geändert. Das sieht man mit so einem Bild von 1920 ganz deutlich. Man sieht hier Rhododendren, die eigentlich hier an der Bergstraße gar nicht so gut gedeihen. Man sieht formale Pflanzen. Damals hat man die gärtnerische Kunst sehr in den Vordergrund gestellt und hat alles getan, dass die Pflanzen überleben. Heute sagen wir, wir haben dieses und jenes Klima und wir passen die Pflanzen an den Standort an. Also man sieht, in den Zeiten hat sich das sehr, sehr gewandelt. Heute sieht das so aus, die Kulisse ist noch da mit den wunderbaren alten Bäumen, hier der große Mammutbaum, alle sind etwa 140 Jahre alt. Das ist unser Vermächtnis, aber der Rest ist eigentlich um diese Kulisse, ist eigentlich hochaktuell. Modern. Und wenn man jetzt, der Garten hat leider zu wegen Corona, aber wenn man jetzt gerade hier wäre, dann sieht es so aus mit dieser wunderbaren Pergola aus Wisterien, dann jetzt schon fast verblüht, die chinesischen Äpfel, Taschentuchbaum, also auch viele exotische Pflanzen gibt es hier natürlich zu sehen, die aber wunderbar auch in unser Klima passen. Und das ist eigentlich so das, was mir am Herzen liegt, diese Natürlichkeit, also naturalistische Pflanzen nennen wir das, mit vielen Gräsern, mit vielen üppigen Stauden. Sie sehen, es ist kein Boden da, es ist aber auch noch Bewegungsraum für die Menschen da. Also wir müssen immer die Ausdehnung zwischen einerseits Gestaltung, überwordene Natur, aber auch natürlich die Zugänglichkeit. Und das ist im Stadtraum auch immer wichtig und natürlich auch die Ästhetik, in Korrespondenz zum Beispiel zum Gebauten. Als Landschaftsarchitekt ist mir das ganz wichtig, dass wir auch die Ästhetik immer im Stadtraum berücksichtigen. Und das wird auch ein bisschen der Zielkonflikt sein, wenn wir jetzt an klimaangepasste Pflanzungen gehen. Ja, wie kriegen wir das hin, einerseits kaum gießen zu müssen, aber es soll aber noch gut aussehen. Und das erforschen wir hier. Wir haben zwar auch Tröpfchenbewässerung, zum Beispiel in diesem Bereich, wenn es üppig ist, weil wir ja ein Garten sind, aber im Stadtraum sind die Bedingungen natürlich viel, viel schärfer als in so einem Schau- und Sichtungsbereich.
Garten, der ja auch die Bevölkerung allgemein ansprechen soll. Ich bin ja Landschaftsarchitekt und auch Hochschulprofessor. Und die ganze Disziplin der Pflanzenverwendung, deswegen muss ich ein bisschen ausholen, ist doch jahrelang vernachlässigt worden. Deswegen sind die wenigsten, die eigentlich noch den Umgang mit der Pflanze wirklich können. In Geisenheim ist das ganz gut. Wir haben zwei Professoren, die sich mit dem Thema befassen. Aber das ist nicht allgegenwärtig. Man hat das eigentlich über 20 Jahre fast vernachlässigt. Und dann war immer die Frage, ja, wie ist eigentlich noch der Unterschied zu den Hochbauarchitekten? Können die das nicht auch? Die machen inzwischen Dachbegrünung. Und deswegen ist es mir sehr wichtig, dass wir uns bewusst sind als Landschaftsarchitekten, dass unser Baustoff eben die Pflanze ist. Und das ist für eine Bundesgartenschau natürlich, dass auch so eine gewisse Leistungsschau ist, aber auch zeigen soll, was derzeit an aktuellen Konzepten machbar ist und was auch in die Zukunft gerichtet ist. Insofern ist eine Gartenschau nicht einfach eine Blumenschau, sondern sie soll in die Zukunft gerichtet sein. Sie soll für den Stadtraum neue, innovative, beispielhafte Konzepte liefern. Aber dafür brauche ich auch eine gute Ausbildung. Ich brauche gute Leute. Und das ist immer das Problem. Deswegen gibt es bei den Bundesgartenschauen immer nur wenige Planer, die überhaupt diese Pflanzungen bewerkstelligen können. Die ziehen eigentlich immer so mit den Schauen umher. Und um das ganze Beispiel mal noch mal etwas krasser zu zeigen, wie Landschaftsarchitekten ignorant sind gegenüber dem gärtnerischen Wissen. Früher waren Gärtner und Landschaftsarchitekten, da gab es eine Ausbildung und dann wurde man Landschaftsarchitekt. Heute haben die meisten gar keine Ausbildung mehr. Und Dinge, die rein dem Design unterworfen sind, wie hier, das war noch vor den Kies- und Schottergärten, die man heute so findet. Das war 1999, sehr namhaftes Büro aus Amsterdam. Ja, Ihnen wird sagen, ach, sieht doch interessant aus, sieht sicherlich auch ästhetisch aus. Aber wenn man sieht, wenn man sich mal in die Rolle der Pflanze hineinversetzt, also praktisch mal wie eine Pflanze denkt, was die jetzt da empfinden würde, natürlich empfinden die Pflanzen das nicht so, aber das ist eine Magnolie. Und wenn man weiß, wo Magnolien eigentlich zu Hause sind, nämlich in Ostasien, in Monsunwäldern, wo es 2000 mm regnet, wo eine dichte Krautflora, Waldbodenflora hier wäre mit viel Humus und Laubfall, dann merkt man schon, diese Dinge, konträrer könnten sie nicht sein. Das passt nicht zusammen und das wird auch nicht dauerhaft überleben. Das ist reines Design, aber von Pflanzenverwendung hat da keiner was verstanden. Es ist ein Effekt. Und man sieht, wie die armen Bäume da wachsen. Selbst mit vielen technischen Mitteln wird das nicht gut gehen. Andere Beispiele. Gedankenlosigkeit. Das würde ich so sagen, das ist das Beispiel repräsentatives Firmengrün, wie wir es ja immer wieder überall finden. Und ja, was sehen wir da? Ein Postulat ist ja heute, die biologische Vielfalt in der Stadt zu fördern. Und das ist auch ganz wichtig. Und Vielfalt heißt auch Pflanzenvielfalt. Je mehr, desto besser. Muss nicht alles heimisch sein, aber immerhin eine Vielfalt. Auch eine Vielfalt an Strukturen. Strukturen haben wir hier. Die Frage ist nur, wie viel nützen die den Insekten und der Biologie? Jetzt kann man sagen, okay, alles schön geordnet, hier brauche ich auch nichts über Pflanzen wissen, ich schneide die einfach rund, super, also ökonomisch, der Hausmeister kann es tun, keine Dynamik, alles bleibt so, wie es ist. Allerdings, die Natur rächt sich, wir sehen hier und da natürlich schon kleine Kräuter, also ganz unbiologisch ist es nicht und es ist ein wunderbares Habitat für den Buchsbaumzünsler, das muss man halt sagen. Also ein bisschen ökologisches, auch dadurch ganz ohne ganz antiseptisch sind auch solche Pflanzungen nicht, auch wenn sie so aussehen. Aber das kann natürlich nicht die Zukunft sein. Ein ganz interessanter Ansatz, den das Büro Lebalto, auch Landschaftsarchitekten, die aber auch zu ihrer gärtnerischen Herkunft stehen, die also ihr Pflanzenwissen verstehen, ist dieser Ansatz sozusagen, sich in Prozesse einzuklinken. Also quasi Steuerung und Ordnung von Prozessen in der Zeit. Das ist eigentlich das, was wir mit Pflanzen machen, was auch eine Bundesgartenschau macht, zwar vielleicht nur mit ein, zwei Jahren Vorbereitung, aber letztendlich müssen wir immer Prozesse steuern. Und ganz interessant ist dieses, dass eben Pflanzen wie der Götterbaum, der wunderbar mit dem Klimawandel übrigens zurechtkommt, was fast der Klimagewinner, leider ist er auch ein Neophyt, also ein Neubürger und kann etwas lästig werden,
Aber hier sind diese Pflanzen integriert. Man lässt zum Teil die Strukturen stehen, auch diese Bürgergärten. Also es gibt interessante Ansätze in der Stadt, wie man auch mit vorsichtigen Eingriffen Natur kontrollieren kann und eine Balance finden kann. Es geht eigentlich hier nur um die Zugänglichkeit. Also das ist nicht völlig verwildert. Also ein ganz interessanter Ansatz. Die Frage ist also, diese Pflanzenkenntnisse, die wir unbedingt brauchen, wenn wir mit klimaangepassten Pflanzungen arbeiten, brauchen wir Pflanzenkenntnisse. Die Frage ist, gibt es das heute noch und quasi, wie wird das heute vermittelt? Und es ist klar, dass das in 2 Semestern natürlich an einer Hochschule nicht vermittelt werden kann. Die Komposition ist das eine, aber es muss natürlich auch funktionieren, es muss auch Jahre funktionieren. Und die Krux an der ganzen Geschichte ist, Pflanzen sind Lebewesen und die sind eben dynamisch, das heißt, die verändern sich. Und das ist das Schwierige für viele Planer und das ist auch für Studenten sehr schwierig und auch für die Pflegekräfte im öffentlichen Grün, das zu verstehen, dass nichts so bleibt, wie es ist und dass die Pflanzen einem durchaus auch mal über den Kopf wachsen können. Und jetzt ist es wichtig, die Pflege intelligent zu machen, zu korrigieren, lenken, aber nicht übereifrig eingreifen. Und das ist eigentlich so, was wir in Zukunft wollen. Ich zeige Ihnen einfach jetzt ein paar Bilder, die so ein bisschen die Aussöhnung zeigen zwischen Natur und Gestaltung, dass Sie ein bisschen verstehen, was ich damit meine. Wir sehen hier solche bandartigen Anordnungen. Das ist eine Pflanze vom berühmten Pflanzplaner Piet Oudolph aus Holland, der weltweit sehr bekannt ist, auch über die zum Beispiel das Projekt der Highline in New York. Und der versteht es wirklich, mit Pflanzen zu arbeiten. Das sind alles Pflanzen, die nicht gezüchtet sind, die aus der Natur kommen, zum Teil aus Nordamerika. Hier sieht man Farbkonzept und man sieht auch eine gewisse Ordnung. Trotzdem sieht es sehr natürlich aus und ist natürlich auch für die Insekten ein wunderbares Paradies. Auch andere Beispiele, zum Beispiel aus England, in Deutschland gibt es die auch, wo man sieht, es ist nicht die Urnatur, es sieht naturalistisch aus, es ist naturnah, aber es ist eben nicht die Natur, es ist Natur aus zweiter Hand, aus Menschenhand und das ist auch wichtig im Stadtraum, das heißt Ästhetik, etwas für die Leute bieten, für die Insekten, also ein Kompromiss und nicht die komplett wilde Natur, die eher im Außenraum meiner Meinung nach richtig verhaftet ist. Beispiele gibt es, wie man die wilde Natur durch formale Elemente, wie diese Raupenhecke, vielleicht auch ein bisschen optisch bändigen kann. Wenn man vorne ordentlich ist, kann man sich hinten viel Unordnung erlauben. Das ist vielleicht auch ein gutes Beispiel für einen Privatgarten, wo man sagt, naja, ganz so wild soll es nicht sein. Durch gewisse Abgrenzung, durch Ordnungszeichen kann ich Verwilderung, mehr Verwilderung erlauben. Das ist eigentlich immer wichtig in einem Garten, im Stadtraum. Ich muss die Zeichen der menschlichen Hand erkennen, sonst wird es als ruderales Gestrüpp abgetan oder als Vernachlässigung. Und das müssen wir natürlich unbedingt verhindern. Also, was in Zukunft wichtig ist und was für mich auch das wichtigste Vorbild ist, ist nicht die reine wilde Natur, die wir natürlich auch brauchen in Naturschutzgebieten. Selbst die sind natürlich gemanagt. Auch das ist ja ein Irrglaube, dass das freie Natur ist. Sondern gerade die Naturschutzgebiete, unsere wertvollsten Gebiete, werden am meisten gemanagt, nämlich durch Maat, durch Beweidung und so weiter. Also auch da, wenn man alles so laufen lassen würde, würde es bald Wald sein. Und im Garten muss man noch etwas mehr eingreifen. Und insofern ist es nicht die unangetastete Natur, sondern einfach, mir geht es um die Erlebnisqualität. Die Leute wollen was erleben. Das Grün soll auch Erlebnis bilden. Und das ist natürlich auf einer Gartenschau. Warum geht man auf eine Gartenschau? Weil man ein Erlebnis haben will, aber nicht ein Naturerlebnis. Da muss ich vielleicht dann in den Nationalpark gehen, sondern ich will auch ein ästhetisches Erlebnis haben. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Und ich brauche dazu Aufmerksamkeit. Als Designer, als Landschaftsarchitekt, muss ich natürlich mir Pflanzen aussuchen, die auch ein bisschen die Leute aus der Reserve locken und sagen, Mensch, das ist ja toll, das habe ich noch nie gesehen. Also diese gärtnerische Hand und die Planerhand sind mir ganz, ganz wichtig in diesem Falle. Und dass das aber trotzdem mit sehr viel Naturnähe funktionieren kann, das ist eigentlich so der neue Trend, den man eigentlich überall, nicht nur in Europa, sondern auch in Nordamerika inzwischen sieht. Also so eine menschengemachte
Natur, die aber Naturprinzipien durchaus erlaubt. Und in Zukunft ist natürlich der letzte Punkt sehr wichtig, nämlich die Nachhaltigkeit. Nachhaltig kann man sehr vielseitig interpretieren. Für mich gehört dazu richtiger Standort, richtige Begleitung, möglichst wenig Eingriffe, auch möglichst keine Düngung, kein Pflanzenschutz und möglichst wenig Bewässerung, vor allen Dingen Langlebigkeit. Das ist eigentlich wichtig, das brauchen wir für unsere Konzepte. Es gibt eine ganze Menge Planer, die auf Garten schauen, immer wieder auftauchen. Ein Name ist wichtig, Petra Pelz, die eigentlich auf fast allen Gartenschauen immer vertreten ist und die eben sehr gut zeigt, wie man fast landschaftliche Aspekte, aber durch gezielten Einsatz, zum Beispiel diese weißen Kugeln, das ist ein Lauch, war mit dem Poroi eigentlich verwandt oder mit der Zwiebel, die sie hier sowieso kleine Seifenblasen darüber streut. Es sieht natürlich aus, sie sind zufällig verteilt, aber die menschliche Hand ist natürlich erkennbar, weil es Entschiedenheit ist. Man hat sich für eine weiße Kugelform eben entschieden. Das ist eben das Wichtigste. Das ist also nicht zufällig. Ein ganz neuer Aspekt ist auch, und den müssen wir auch erst lernen, aber ich glaube, in den letzten 20 Jahren ist das auch so, die Strukturen, dass man im Winter eben nicht alles abschneidet oder im Herbst, sondern einfach alles stehen lässt, aus ökologischen, aber auch aus ästhetischen Gründen. Also wir schneiden erst möglichst spät, im Februar, teilweise erst im März. Natürlich vernichtet das auch ein paar Insekten, aber man kann ja auch nicht alles stehen lassen. Aber diese Formen, diese Pflanzenformen, wir haben 5 Monate Winter, also ich nenne das die Ästhetik des Vergehenden. Das ist auch etwas, was man vor 20 Jahren überhaupt noch nicht geschätzt hat. Also da auch visuell haben wir ein ganz anderes Empfinden. Und nicht zuletzt dazu beigetragen hat auch eben der gute Freund und auch so der Spitzendesigner, was die Pflanzen angeht, Piet Oudolf aus Holland, der eben solche ja fast mystischen Bilder komponiert, mit fast Unfarben, aber ganz gezielt Formen, fast wie ein Schwarz-Weiß-Bild setzt, mit so erdigen Farben, und da sehr kontrolliert umgeht und eigentlich für die 5. Jahreszeit sozusagen gestaltet. Und das wird eigentlich immer wichtiger, auch im Stadtraum. Ja, kommen wir zu dem Thema Klimawandel. Klima ist eigentlich ein Durchschnitt von Ganzen, ist eben immer eigentlich 2018, 2019 waren noch extremer Jahre. Aber man sieht im Vergleich zu den Vorzeiträumen, da war mal ein Jahr 1975, und dann eigentlich ab 2003, wir erinnern uns alle, 35 Hitzetage, also über 30 Grad, 35, dann also immer im Bereich von 20 bis 30 Tagen, und die Frequenz nimmt zu. 2018, 2019, damit verbunden auch Trockenperioden. Also wir sind weit entfernt vom Durchschnitt inzwischen. Und das stresst natürlich die Pflanzen, nicht nur die Bürger, und deswegen brauchen wir da neue Konzepte und stresstolerante Pflanzen. Wir haben gelernt, ja, was sind die Anforderungen eigentlich an den Stadtraum und wie müssen solche Pflanzengemeinschaften aussehen in Zukunft? Wir haben gesehen, einerseits orientieren wir uns an natürlichen Pflanzengemeinschaften. Das ist eine wichtige Inspirationsquelle. So wie es die Natur macht, können wir es auch im Garten oder im öffentlichen Grün machen. Und das wichtigste Kriterium ist eben in Zukunft durchaus die Stresstoleranz. Es gibt Pflanzen, die passen sich an Stress an, die empfinden den dann gar nicht. Die haben wenig Blattsubstanz zum Beispiel, silberhaarige Blätter und so weiter. Sie kennen zum Beispiel den Lavendel, also ein typisches Beispiel. Also es sind stresstolerante Pflanzen, die den Stress eben nicht so empfinden und da einen Vorteil von haben. Die muss man gezielt auswählen. Wir verwenden auch häufig Wildformen, also weniger die Zuchtformen, weil sie erstens für Insekten besser sind und zweitens auch in der Regel etwas robuster sind als die Zuchtformen, die häufig große Blüten haben und so weiter. Also eher die natürlichen Formen. Und wir beobachten sehr genau, wie Pflanzen in natürlichen Gemeinschaften tatsächlich vorkommen und wie sie sich auch über die Zeit entwickeln. Das ist nämlich das Geheimnis,
diesen Faktor Zeit. Das ist nicht wie ein Bild komponieren und das ist immer schwierig für Studenten, wenn man einen Plan macht. Das ist das Jahr 1, aber im Jahr 2, Jahr 3, Jahr 5 wird es sich total verändern. Und dafür sind dann wieder die Pflegekräfte im Prinzip zuständig mit dem Landschaftsarchitekten eventuell, aber es muss sich eben dann verändern und das ist eigentlich das Schwierige überhaupt beim Umgang mit Pflanzen, diese Veränderung im richtigen Maß, nicht zu viel, nicht zu wenig, eben zu steuern. Und dafür gibt es eine ganze Menge Forschungsergebnisse, die natürlich jetzt zu weit führen würden. Und damit verbunden ist auch das Erlauben einer gewissen Dynamik, um eben ökologische Prozesse auch ablaufen zu lassen. Auch in der Straßeninsel und auch im Hausgarten laufen diese Prozesse eben ab. Und das muss man erkennen. Also wir sind nicht mehr so, dass wir eben den offenen Boden haben und alles schön nebeneinander, sondern wir wollen eine möglichste Bedeckung, dass auch die Verdunstung geringer wird und so weiter. Wenn wir jetzt hier an die Bergstraße zum Beispiel schauen, wenn man mal erstmal vor der Haustür guckt, was sich da eignen würde, gibt es da durchaus interessante, bunte Pflanzengemeinschaften, wie dieser Blutstorchschnabelsaum, der in der Pfalz, aber auch bei uns auf Löss in der Regel vorkommt. Das sind auch Kulturlandschaften letztendlich, die durch Maat und Beweidung entstanden sind, aber die sehr schöne Blühaspekte bilden. Das ist ein wichtiges Vorbild, super stresstolerant, heimisch, super für die Insekten. Also das wäre ein erster Ansatz. Im Hintergrund sieht man auch noch ein paar Rosen und Holunder, also ein paar Sträucher. Was kann man daraus machen? Im Hermannshof mal so ein paar Beispiele, wie schön das eigentlich aussehen kann. Das wird nicht gewässert, das wird seit 20 Jahren nicht gedüngt und vieles versamt sich und das ist eine stabile Pflanzengemeinschaft. Oder auch hier noch etwas trockener, Wolfsmilcharten, wie wir sie zum Beispiel in den Viernheimer Sandgebieten vorkommen, mit kleinen Halbsträuchern, auch hier blau-gelb ist so eine typische Vegetation. Also das hat alles 2018, 2019 ohne jedes Wässern wunderbar durchgestanden. Das sieht natürlich nicht immer so blühend aus, das muss man auch dazu sagen. Oder solche Ansaaten, das ist das Einfachste, das kann auf mageren Kies- und Schotterböden sein, mit diesem Natternkopf zum Beispiel, wunderbare Insektenweiden oder der Färberwald, eine alte Kulturpflanze, die hier drin ist. Aber das ist nichts für Dauer, das wäre sowas an Unordnen, manchmal kommt das auch selber. Das war auf der Bundesgartenschau in München-Riem, wo das gezielt angesiedelt wurde und natürlich auch eine wunderbare Insektenweide ist. Diese Pflanzen sind darauf angewiesen, auf die Störungen des Menschen. Also überall, wo wir bauen, wo wir Baugebiete öffnen, entstehen eigentlich solche ruderalen Verhältnisse. Und von Rudus, dem Schutt, Ruine steckt da auch drin. Und da sind diese Pioniere, diese Erstbesiedler sofort da. Und die können durchaus sehr attraktiv sein und sie sind vor allen Dingen schnell da, eigentlich schon im zweiten Jahr. Ich für mich gucke natürlich noch ein bisschen weiter als jetzt nur an die Bergstraße. Gibt es nicht da vielleicht noch interessantere oder vielleicht auch nachhaltigere Vegetationsformen, die vielleicht schon das Klima haben, was wir in den nächsten 20, 30 Jahren erwarten dürfen? Und da sind im Prinzip die zwei großen Graslandbiome, nennen wir das, also die großen Graslandlandschaften, sowohl in Osteuropa, die Steppen, als auch in Nordamerika die Prärien, die wunderbare Blütenaspekte bilden, die aber auch sehr gut stresstolerant sind. Also geradezu in idealer Weise vereinigen, was einerseits für den Menschen interessante Aspekte bilden, aber auch eine sehr dauerhafte Vegetation bilden. Die einzige Krux daran ist, dass sie eben nicht heimisch sind. Hier mal so ein Bild, ich bin natürlich extra auch viel rumgereist, um das zu sehen, um mir diese Landschaften anzugucken, um das Ganze zu studieren, auch mit Kollegen. Hier in Kirgisistan, also in Mittelasien, wo eben Salbei mit Schafgarbe, also vertikal, horizontal, das sieht aus wie ein Garten, das könnte öffentliches Grün sein, aber es ist Natur. Übrigens auch nicht Urnatur, der Mensch verwandelt das hier, jede 7 Jahre wird das umgepflügt und dann ist da wieder ein Kartoffelacker. Also es ist auch relativ eine kurzfristige Vegetation. Wenn Sie jetzt schauen, was man daraus machen kann, wieder Salbei und Schafgarbe, dieses Mal in Orange,
Mittelstreifen entlang eines Parkplatzes, nicht gegossen, nicht gedüngt. Und da sehen Sie direkt eben diese Vorbilder, die man tatsächlich umsetzen kann. Das sind jetzt nicht Pflanzen, die ich alle aus Kirgisistan holen muss, sondern die sind bei uns schon in den Staudengärtnereien in Kultur. Es ist nur die Anregung dazu, die man bekommt. Wie komponiere ich das? Welche Verhältnisse? Welche Pflanzen passen überhaupt vom Charakter her sehr gut zusammen? Und das sind natürlich unheimliche Insekten, Magneten, weil diese Pflanzen mit unseren mitteleuropäischen sehr nah verwandt sind und nur Formen von denen sind. Etwas weiter entfernt und auch weniger verwandt, auch was die Anpassung an Insekten angeht, sind natürlich die nordamerikanischen Prärien, auch das große Graslandschaften im Mittelwesten, die ein relativ ähnliches Klima haben, im Winter doch etwas kälter, aber sonst passen sie ganz gut hier hin. Tiefwurzler, die sehr gut die Trockenheit überstehen und eben tolle Blütenaspekte bilden. Auch das sieht fast aus wie ein Garten, ist aber Natur mit Indianernesseln und dieser Fallschirm-Rudbeckie. Umgesetzt, in dem Fall im Hermannshof, die Indianernessel und die Echinaceen, die Fallschirm-Rudbeckie und so weiter. Also Charakterpflanzen, die wir dann verwenden, die auch nie gegossen werden und auch nie gedüngt werden. Nur im Anfang, wenn sie etabliert werden. Ja, wir haben dann angefangen, so etwa Mitte der 90er Jahre uns zu überlegen, wenn dieses Pflanzenwissen jetzt so gering ist, wenn die Studenten zu wenig oder die Landschaftsarchitekten, die ausgebildet, zu wenig Pflanzenwissen haben und auch die öffentliche Hand oft zu wenig Pflanzenwissen hat und es nur 5, 6 Pflanzenexperten gibt, die immer an den Bundesgartenschauen arbeiten, können wir nicht Module, Rezepte entwickeln, die vielleicht auch von jedermann anwendbar sind. Und das haben wir konsequent getan. Ab 2001 haben wir solche Beispielpflanzen auch zunehmend im öffentlichen Grün realisiert. Und so langsam ab 2005 wurde dann auf Kreiseln, auf Straßeninseln, wurde dann auch diese stresstolerante Staudenvegetation mehr und mehr verwendet. Nicht immer mit Erfolg, weil falscher Boden verwendet wurde, zu nährstoffreicher Boden, falsche Pflege. Also die Mischung allein macht es nicht, sondern es kommt darauf an, wie es dann auch gepflegt wird. Ich will da nicht näher drauf eingehen. Das Prinzip heißt sogenanntes Mischpflanzungsprinzip. Und da haben wir viele Vorteile. Es ist eine hohe Artenzahl drin, also biologische Vielfalt, was ja wichtig ist. Ich brauche keinen Pflanzplan. Es ist eine harmonische Zusammenstellung, wo immer etwas blüht. Es ist ein interessantes Höhenrelief und eine gestaffelte Blühzeitenfolge. Aber die Pflanzen werden wie in einer Wiese per Zufall ausgelegt mit gleichen Abständen. Wenn die Mischung stimmt, funktioniert das auch sehr gut und diese Mischungen werden auch 5 Jahre getestet. Eine der frühen Pflanzungen in Deutschland, hier eben im Rhein-Neckar-Raum, in Bensheim, die steht immer noch, wenn Sie mal vorbeikommen, direkt am Bahnhof Bensheim. Die Stadt Bensheim war da schon sehr fortschrittlich eigentlich mit diesen Gedanken. Der Herrn Guter hat mich mal angesprochen und hat gesagt, können wir nicht sowas mal im öffentlichen Grün machen? Und da haben wir eine eigene Mischung kreiert, bestimmtes Substrat genommen und diese Mischung funktioniert heute noch sehr wunderbar. Wenn man von oben guckt, sieht man, es ist auch nicht alles geschlossen. Das ist übrigens kein Schottervorgarten, auch wenn wir hier Split als Mulch verwenden, um die Verdunstung zu verhindern und auch den Unkrautaufwuchs zu verringern. Aber das ist kein Schottergarten, sondern das ist hier Mittel zum Zweck. Und hier links steht jetzt, was wir an Substrat da verwendet haben. Das sind sehr spezielle Substrate. Ziel ist eigentlich Magerkeit, also Stress erzeugen, damit Unkräuter und andere Pflanzen dort nicht mehr wachsen können. Also wir wollen diese Steppenpflanzen, die auch die heimischen und die fremdländischen, hier wirklich unter Extrembedingungen kultivieren und nur dann sind sie langlebig. Und das muss man lernen. Also der Gärtner meint es ja immer gut. Man muss düngen, man muss alles gut tun, den Boden super vorbereiten. Und wir machen genau das Gegenteil. Wir magern ab, wir kultivieren die Pflanzen hungrig. Wir haben ja festgestellt, wenn man sie hungrig kultiviert, halten sie Trockenheit viel besser aus. Also wenn man sie gut wässert, dann werden sie groß und dann kommt die Trockenheit und dann kollabieren sie. Also die Pflanzen müssen sozusagen an ihrem Limit gehalten werden und dann überstehen sie das wunderbar. Und dass das auch in der Presse gut ankommt, sieht man zum Beispiel an diesem Zeitungsartikel Hungerkünstler ohne Pflegebedarf. Ganz stimmt das nicht. Auch so eine Fläche braucht etwa
3 bis 5 Minuten pro Quadratmeter. Und ja, Nullpflege, das gibt es nicht. Also ein bisschen was muss man schon tun. Aber es sind Pflanzen eben im Extremraum. Und wenn man hier fährt und vor allem im Stau steht, ist das natürlich etwas sehr Schönes. Und auch die Insekten freuen sich darüber, wenn sie nicht an der Windschutzscheibe landen. Das ist auch, wird immer kritisch angemerkt, ob man so schöne Insektenmagneten auf Mittelstreifen pflanzen sollte. Aber das ist natürlich eine andere Sache. In Mannheim, wir sind ja jetzt an der Hochschule Mannheim, zumindest theoretisch, in Mannheim auch 2007 eine sehr große Anlage mit einem dieser Rezepte, mit dem Modul Silbersommer, was auch immer noch besteht, in der Augusta-Anlage. Das war auch eine der frühen Beispielpflanzungen. Und wir haben in der Stadt Mannheim sehr, sehr viele solche Pflanzungen inzwischen. Und die Stadt Mannheim ist auch immer daran interessiert, dass die Pflegegärtner geschult werden. Das ist nämlich sehr, sehr wichtig. Und man muss auch Erfahrungen sammeln. Das gelingt nicht immer gleich und es hängt auch davon ab, vom Gutwill sozusagen. Aber es funktioniert sehr, sehr gut. Jetzt sagen Sie, oh Gott, wie sieht denn das aus? Alles trocken. Das ist jetzt mal in so einem Trockensommer, nach einem trockenen Sommer, im Spätjahr. Das muss auch so aussehen. Das sind Steppenpflanzen, aber wenn Sie genau hinschauen, ist da immer noch etwas für Insekten geboten. Die sehen natürlich etwas karg aus, die sehen etwas braun aus, aber die sind nicht tot. Also in solchen Hitzesommern sieht das nicht mehr frisch grün aus. Das kann es auch nicht sein. Das ist nicht die englische Rabatte. Also das ist eben eine stresstolerante Vegetation, die auch im Sommer etwas herb aussieht. Aber die finde ich da ganz gut. Das ist hier vor dem Mannheimer Museum auch ganz gut zum Stadtraum irgendwo passt. Es ist nämlich im Stadtraum nicht alles frisch. Ja, der Vorteil dieser neuen Konzepte ist eben einerseits von der Anlage her, dass wir auch im Privatgarten eben keinen Pflanzplan brauchen, dass die Mischung stimmt, die Verhältnisse sind genau ausgeklügelt und sie sind 5 Jahre erforscht. Wir wissen auch etwa, wie viel Pflege wir brauchen, nämlich 5 Minuten pro Quadratmeter und Jahr. Da sagen Sie, naja, das klingt noch recht viel, das ist aber recht wenig. Also im öffentlichen Grün so unter 10 Minuten pro Quadratmeter ist eine ganz gute Zahl, die bei einer Gartenschau zum Beispiel eher weniger erreicht wird. Da würde ich sagen, liegt das eher bei 15 Minuten pro Quadratmeter im Jahr und mehr. Also das lässt sich nur mit diesen stresstoleranten Konzepten erreichen. Wichtiger ist aber natürlich auch immer den ökologischen Wert zu betrachten. Durch diese Artenreichtum, wir haben meistens 35, manchmal auch mehr Arten, inklusive Zwiebeln in so einer Mischung drin. Das ist schon mal eine ganze Menge. Wir haben also Pollen- und Nektarangebot fortwährend, viele Blütenformen. Nicht alles ist natürlich für Insekten jetzt ist das Wichtige, aber es sind, zumindest bemüht man sich, möglichst viel verschiedene Blütenformen zu haben, verschiedene Angebote auch über die Jahreszeiten, verschiedene Strukturen, auch Winterstrukturen sind ganz wichtig. Und das Ziel ist auch, ein weitgehend selbstregulierendes System dann zu erzeugen mit hoher Dauerhaftigkeit und Dynamik. Und das nennen wir dann natürlich auch Resilienz. Also diese Überdauerung auch von Unwägbarkeit, von Hitzeperioden und so weiter. Das ist ja eigentlich so ein Schlagwort und so ein Ziel, was wir erreichen wollen. Wichtig ist natürlich nur, auch dafür brauche ich auch für die wenige Pflege ausgebildete Gärtner. Da gibt es solche viele Flyer, die gibt es dann natürlich auch im Internet, da gibt es auch eine Webseite dann dazu. Auch für den Schatten haben wir sowas entwickelt, für Baumscheiben, die besonders schwierig zu bepflanzen. Das sind die neuesten Konzepte, die wir da entwickelt haben, also wirklich für den Stadtraum, aber auch für den Bürger natürlich, im Gehweg, also auf kleinen Flächen eher. Und so sieht sowas zum Beispiel in einem Schulbereich aus, sehr schlicht, eher grün, aber eben dauerhaft. Es muss auch nicht immer blühen. Und inzwischen gibt es über 45 solcher getesteten Module, die man bei Gärtnereien dann auch ordern kann. Wir sind ja nur die Wissenschaftler. Übrigens auch andere Institutionen sind mit dabei. Das Neueste ist, dass wir auch Stauden und Gehölze kombinieren. Das sieht dann auch sehr nett aus. Also es ist immer was Blühendes dabei. Ja, die Frage ist natürlich immer, als Landschaftsarchitekt wurden wir zunächst sehr mit Argwohn betrachtet, dass wir gesagt haben, jetzt macht ihr, ihr seid doch Gestalter, jetzt macht ihr da Rezepte, die jeder anwenden kann. Ihr schafft euch ja selber ab sozusagen. Inzwischen muss ich sagen, ist es nicht so, weil
die Kommunen auch sehr erfinderisch sind. Sie nehmen zwar die Grundrezepte her, verändern die aber etwas, passen die lokal an, nehmen vielleicht Pflanzen, die lokal sehr wichtig sind, dazu. Und insofern kann man nicht sagen, dass überall alles jetzt gleich aussieht, jeder steht Straßendienst. Also es gibt sehr viele verschiedene Varianten inzwischen. Und die Erlebniswirksamkeit, gerade bei uns im Süden, Südwesten, Rhein-Neckar-Raum, der ist besonders besuchenswert. Wir haben inzwischen Gruppen aus Australien, trockenes Land, die extra nach Mannheim kommen, nach Ludwigshafen, hier an die Bergstraße, um sich solche Dinge anzugucken. Also wir sind da wirklich im Rhein-Neckar-Raum, muss man sagen, führend in solchen Konzepten und Pflanzen. Ah, das ist mein Timer. So. Wichtig ist allerdings auch, dass wir da fundiertes Pflanzenwissen haben und das ist so ein bisschen die Krux daran, dass nicht immer in den Kommunen Bauhöfe werden abgeschafft oder Grünflächenämter. Also da ist so eine gewisse, das ist nicht überall flächendeckend, auch wenn es gut ist. Dazu gehört auch, dass wir Gärtnerschulen, das ist jetzt eine Schulung in der Stadt Mannheim auf dieser Fläche, das ist ganz wichtig, dass von der Planungsabteilung bis zu den praktischen Gärtnern wir hier einfach besprechen können, und das ist viel einfacher als in einem Hörsaal, was läuft schief, wo kann man was ändern, wie hat sich's entwickelt. Also dieses Monitoring ist ganz wichtig, das wird natürlich auch durch Diplomarbeiten begleitet. Wir machen seit über 20 Jahren genaueste Aufzeichnungen zur Pflege. Und man sieht, interessant sind eigentlich die Pflanzungen, wenn man diese Tabelle sieht, die unter im Bereich von 5 Minuten sind. Und das sind Schattenflächen, das sind solche Säume, also Gehölzränder und eben diese Mischpflanzen. Die klassischen Beete, die wir so häufig auch in der Wasserturm zum Beispiel in Mannheim sehen, die haben 15 Minuten und mehr pro Quadratmeter. Und wenn man das hochrechnet, das macht schon eine ganze Menge aus. Die müssen auch sein. Das ist nichts Schlechtes. Aber natürlich sind sie nicht so nachhaltig wie andere Pflanzen, die eben deutlich weniger Aufwand zu pflegen sind. Ich will Ihnen zum Schluss noch drei Beispiele zeigen, hier aus dem, zwei aus dem Rhein-Neckar-Raum, eins aus Augsburg, die einfach mal zeigen, so das Potenzial dieser Pflanzungen im Stadtraum. Ein Beispiel in Hemsbach, Sie haben sicherlich schon von diesen Aller-Hopp-Anlagen gehört, von Herrn Hopp gesponsert, und da sind es jetzt im Prinzip Rahmenpflanzungen um diese Sportparks herum. Sehr großflächig, es muss relativ gut pflegbar sein. Das sind jetzt vor allen Dingen Rie-Stauden mit dieser Echinacea hier drin. Viele Insektenmagneten auch. Wichtig war hier, die Leute sind hier im Sommer. Das heißt, es muss vor allen Dingen im Sommer gut aussehen. Und das machen eben die Nordamerikaner besonders gut. Unsere heimische Vegetation ist dann längst schon wieder am Abebben, aber da funktioniert das sehr gut. Also es ist wirklich, sieht man den Sportpark und drumherum ist zumindest etwas Blühendes da. Und auch hier, obwohl sie nordamerikanisch sind, unglaubliche Insektenmagneten. Also es muss nicht immer alles heimisch sein. Eine andere Anlage, ein Firmengelände, da sehe ich auch noch riesige Potenziale in diesen Firmengeländen. Denn meistens sind die grau. Es geht um Produktion, es geht um Kostensparen und man vergisst eigentlich häufig das Grün, oder es ist, wie am Anfang, dieses sogenannte Repräsentationsgrün, wo man meint, die Firma darstellen zu können in einem Konzept, was Ordnung und Beherrschung und Kontrolle widerspiegelt. Das ist für mich diese Buchskugeln, die wir am Anfang gezeigt haben. Das ist absolute Kontrolle. Gut, wenn eine Firma das zu ihrem Corporate Identity zählt, mag das okay sein. Andere Firmen, wie ABB in Ladenburg, hat da weitergedacht und hat einen Wettbewerb ausgeschrieben und hat gesagt, wir müssen das ändern, wir müssen den Asphalt aufbrechen, wir wollen vielfältige, artenreiche, aber stresstolerante, klimaangepasste Konzepte, die eben nicht gedüngt und gewässert werden. Wenn man hier das Werkstor gleich sieht, dann sind das solche Konzepte, die inzwischen hier von der Landschaftsarchitektin Bettina Jaugstädter gemacht wurden, was auch meine Frau ist, und wir haben hier wirklich überlegt, was kann man tun, wie kann man mit minimalem Aufwand, aber guter Pflege oder richtiger Pflege zum richtigen Zeitpunkt solche Konzepte entwickeln. Und es funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Es ist eine unheimliche Vielfalt und natürlich auch
auch wenn die Leute die Pflanzen nicht kennen. Ich denke, man geht einfach, wenn man zum Bergstore reingeht und solche Pflanzungen sieht, einfach lieber zur Arbeit. Früher gab es hier nur Fahrstrecken für LKW und die Fußgänger waren dazwischen. Jetzt ist das getrennt, Fußgänger, LKW. Es ist ein Produktionsstandort. Viele sagen so ein bisschen, fast ein bisschen missbilligend so, ja, wir sind ja keine Gartenschau. Ne? Eigentlich ist es eine Gartenschau, wenn man so sieht. Ist nicht öffentlich zugänglich. Aber so ein bisschen freue ich mich eigentlich, wenn die sagen, wir sind keine Gartenschau. Sie sagen, wir sind ein Produktionsstandort. Aber eigentlich ist es schon etwas Besonderes, was in einem Werk so nicht erwartet wird. Also Produktionshallen und dann flutende Stauden, die eben sehr stresstolerant sind und auch diese Hitzesommer wunderbar überstanden haben. Es hat sie sogar gefördert. Die Pflanzen sehen besser aus durch diese Trockenheit. Wenn man das mal sieht von oben, sieht man, das war alles, nur dieser Baumstand, diese Zähne, alles andere war grau. Es war keine Infiltration da, das musste alles mühsam aufgefräst werden. Es ist ein kleiner Ansatz, aber auf ein ganzes Werksgelände gesehen, ist das schon mal eine ganze Menge Positives. Und das so aus der Auto-Fußgänger-Perspektive. Und viele Konzepte, wir probieren natürlich auch Pflanzen aus, die wir noch nicht so kennen. Wir müssen neugierig sein. Ja, und als letztes Projekt ein sehr großer Park, wo ich auch mitgearbeitet habe. Das ist eine ehemalige Kaserne, die wir ja übrigens auch in Mannheim haben, die Sullivan-Kaserne. Da habe ich auch ein bisschen an der Gehölzverwendung mitgearbeitet. Hier bot sich natürlich an, ein bisschen was Amerikanisches aufzunehmen. Das Thema war amerikanische Landschaften vom Architekturbüro oder Landschaftsarchitekturbüro Lohaus, Karl Landschaftsarchitekten. Die Planung ist ein über 4 Kilometer langer Grünzugpark auf diesem ehemaligen Gelände. Und da sollten eben auch nachhaltige Staudenpflanzen, die auch ohne Bewässerung funktionieren, auf einem sehr kiesigen Boden. Man hat hier kleine Haine, die auch bespielt werden können, so Zitterpappelhaine und so einen mittleren Grünzug, wo die Leute eben Pflanzen sehen, wo sie Blüte sehen, wo wir auch Insekten haben, das ist die ehemalige Kirche. Also sehr großflächige, mehrere 10.000 Quadratmeter große Pflanzen und die müssen dann wirklich sehr, sehr extensiv sein. Auch die Spielbereiche sind konsequent durch solche Mischungen, die wurden extra dafür designt, die sind nicht so zu kaufen. Man will ja auch mal immer was Neues ausprobieren, eine tolle Gehölzverwendung. Also es sind großflächig Pflanzungen, die mit weniger als 5 Minuten pro Quadratmeter zu pflegen sind. Inzwischen ist ein Gärtnermeister eingestellt, der das auch pflegen kann. Ja, vielleicht zum Abschluss noch die Frage, die wir uns immer wieder stellen, so als Landschaftsarchitekten, ist das wirklich die eierlegende Wollmilchsau sozusagen, die Standardisierung dieser Pflanzkonzepte? Kann man wirklich Rezepte entwickeln für den Bürger, für die öffentliche Hand, die dann immer wieder angewendet werden? Ist das zielführend? Und man muss jetzt nach fast schon 15, bald 20 Jahren sagen, es funktioniert. Es ist nicht so, dass überall das Gleiche zu sehen ist. Es ist etwas Zukunftswirksames, es ist Erlebniswirksames. Die Bürger nehmen es war und das ist eigentlich das, was wir erreichen wollen. Dass wir das immer noch verbessern können, ist ganz klar. Aber eigentlich haben diese Rezepte doch gezeigt, dass man, wenn man etwas testet und wenn man zumindest die Hemmschwelle überwindet, überhaupt mal Pflanzen zu verwenden, dass das, glaube ich, der Durchbruch war. Früher hieß es immer, Stauden sind kompliziert. Kann man eh nicht im öffentlichen Grün pflanzen. Und das war eigentlich so das, was dann doch den Durchbruch gemacht hat. Wer sich damit beschäftigen will, vielleicht für die Profis, die vielleicht da zuhören, es gibt natürlich da auch einiges Schriftgut dazu. Es gibt ein Handbuch sozusagen zu diesem Thema und es gibt ein ganz kleines Heft, was auch nicht so teuer ist, was wir jetzt mit der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung aufgelegt haben. Über diese Staudenmischpflanzen, wo diese ganzen Konzepte auch erklärt werden und wo übrigens alle Mischungen dann auch als Listen enthalten sind. Aber auch im Internet gibt es dazu unter www.staudenmischungen.de kann man sich das angucken und dann bei einer guten Gärtnerei auch besorgen. Ja, als Fazit,
Mein Anliegen ist, dass Pflanzen, um diese Bilder am Anfang, diese Schockbilder zu relativieren, dass man Pflanzen eben nicht als Staffage nimmt, sondern dass man ein bisschen mit Köpfchen das verwendet und damit viel, viel erreichen kann für die Zukunft. Und das zeigen eben auch Bundesgartenschauen, das sollen sie auch zeigen. Auch da geht es nicht nur um reine Dekoration. Und im Hausgarten sollte es auch nicht nur um Dekoration gehen. Natürlich soll man sich erfreuen, das ist auch richtig. Und man soll seinen individuellen Stil haben. Jeder soll das auch haben. Das ist der intimste Raum überhaupt, der Garten. Aber man sollte vielleicht mit Köpfchen nachdenken, was mache ich denn da eigentlich? Und wenn ich so einen Schottervorgarten ohne Pflanzen verwende, dann müsste eigentlich jedem klar werden in Zeiten des Klimawandels, dass das nicht zielführend sein kann, auch wenn der kleine Vorgarten vielleicht wenig ausmacht, aber die vielen Vorgärten haben dann doch eine unglaubliche Wirkung, wenn man bedenkt, wie viel Grün im privaten Grün in der Stadt vorhanden ist. Das ist ja ein riesiger Anteil. Und wenn man das vernachlässigt, vertut man eigentlich unglaublich viele Chancen. Und das ist eigentlich, glaube ich, wichtig, was man so als Resümee ziehen kann. Ja, ich glaube, das ist die letzte Folie. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen was mitbekommen, neue Anregungen bekommen. Wir haben ja jetzt auch noch, glaube ich, die Möglichkeit für ein paar Fragen. Und ich hoffe, es war für die, die jetzt neu in diesem Feld sind, nicht zu tiefgehend fachlich, dass Sie da noch folgen konnten. Ich bedanke mich ganz herzlich.